Und damit jetzt willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Ich muss gerade mein Mikrofon nebenbei neu einstellen. Wir machen uns heute auf den Weg, Jackel, die Tochter eines Bauern, und den Bauern vermutlich zu finden. Und die Aufgabe mit Fritz und Matthäus machen wir sehr viel später. Denn das ist kein DLC. Und ich meine gerade DLC-Scheiß. Da möchte ich jetzt nicht unbedingt noch alle anderen Aufgaben machen. Okay, das ist wirklich ein Kiefernwald, wenn ich das gerade richtig sehe. Junger Mann, warum sitzen die sich da so? Was tust du hier? Händler Ernst. Stimmt, die Händlerstochter war es, ne? Ja, ich glaube, er ist das. Servus. Viel Gesundheit. Ja, danke dir auch. Was machst du hier? Was ist hier los? Maria, meine Tochter ist fortgerannt. Das ist hier los. Gäste der Schenke sahen sie mit irgendeinem Burschen hierher rennen. Und nicht weit von hier fand ich ihren Schal. Mhm. Verstehe. Warum folgst du ihr dann nicht? Würde ich ja, nur der Kerl soll bewaffnet sein. Zudem habe ich hier Pferd und Wagen. Wenn ich nicht aufpasse, raubt man mich aus. Ja, okay. Relatierbar. Dieser Tage kann man leider niemandem trauen. Wem sagst du das, Junge? Ja, wenn du willst, suche ich für dich nach Maria. Das würdest du? Sicher. Ja. Nein, wir sind ja ein netter Junge, ne? Als Christ ist es meine Pflicht, einem Glaubensbruder in Not zu helfen. Hab Dank. Gott vergelt's dir. Du sagtest, du hast ihren Schal gefunden? Ja, gleich hinter dem Gebüsch. Er hing in einem Baum. Ich werde mich dort umsehen. Möge Gott über dich wachen. Könntest du mir nicht den Schal geben und ich lasse Köter dran schnüffeln? Ich rüste mich mal aus, ne? Besser ist das. Ich muss echt mal meine Sachen heile machen lassen gehen. Pass doch auf. Geh doch mal beiseite. Wo soll denn das gewesen sein? Hier, ne? Ne? Da. Er hängt noch da, okay. Bitte. Die Turteltäubchen sind wohl hier entlang. Maria, bitte. Ich möchte anmerken, hier ist ein Lager. Interessanter Ort. Wir können jetzt mal was ausprobieren. Hund. Ich habe noch keinen Such. Okay. Also wir können dich mal wieder loben. So, hier eine Räucherwurst. Weil sonst hätte ich Köter hier gerne mal suchen lassen. Das sieht mir hier sehr stark nach einem Versteck aus. Aber ich will jetzt hier nicht eine Stunde lang suchen und nichts finden. Ich glaube, ihr versteht das. So, Servus. Okay, wir sollen ein bisschen tiefer einfach in den Wald rein. Ich setze mich mal ein bisschen aufmerksamer hin. Was jetzt natürlich nicht so die... Oh. Garantie dafür ist, dass ich irgendwas finde. Servus. Panzer auf dem Felsvorsprung. Mhm. Finde ich die gleich irgendwo nackig? Wäre ja durchaus ganz witzig. Also für uns, nicht für die. Ich würde echt gern Such benutzen, muss ich sagen. Ich gehe mal erstmal am Rand entlang. Perfekt, jetzt bin ich recht am Rand. Da ist wieder ein Schalstück. Oh ne, hier ist sogar eine Flasche. Jetzt gilt das Interesse offenbar nicht mehr dem Schnaps. Da hinten ist noch etwas. Also hands down, ne? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Liebelei hattet, aber also ich lasse meine Sachen noch nicht über den gesamten Waldweg verteilt, ey. Hallo Hasi. Schamloses Luder. Da hinten sind sie. Da
Da hinten ist das Lager. Aber hier ist niemand. Guten Tag. Das kann ich nicht untersuchen, nein? Okay. Gut. Wie weit geht's noch runter? Gar nicht. Okay. Spannend. Ein bisschen lauter. Für mich, nicht für euch. Das ist mir hands down. Dann muss er irgendwas mit dem Lager auf sich haben, oder? Aber ich kann das halt nicht untersuchen. Spannend. Ich gehe mal hier links entlang und dann wieder hoch. Finde ich ein bisschen seltsam. Jetzt bin ich ja schon wieder hinter dem... hinter der Hose, die wir gefunden haben. Na, Hose war ja hier. Da. Ich gehe mal hier rüber. Kannst du mir erzählen, was du willst? Das ist doch deren Lager, oder? Könnte natürlich auch verbuggt sein, dass es einfach nicht funktioniert. Ist natürlich ein bisschen belastend. Was steht in der Questbeschreibung drin? Finde heraus, was Maria, der Tochter von Ernst, dem Händler, widerfahren ist. Suche nach Jackel. Also ich hätte eventuell erwartet, dass da irgendwo halt eine Höhle ist, wo sie drin fegeln, aber... sei jetzt nicht so, als ob da irgendwo eine Höhle wäre. Genau, hier bin ich auch schon draußen. Kann natürlich sein, dass ich an irgendwas schon vorbeigelaufen bin und gerade zufällig nicht hingeguckt habe. Das halte ich jetzt nicht für so unmöglich. Aber ich kann das hier alles nicht untersuchen. Ich spamme auch mal eh nebenbei. Nö. Ich guck gleich mal nach, wo ich hin soll. Weil das ergibt gerade für mich wenig Sinn. Ich habe ja das Lager gefunden. Ich würde sagen, da geht's weiter. Ich denke, es ist verbuggt. Ich kann Köder leider nicht suchen lassen. Ich guck mal eben nach, ob ich was übersehe. Okay, ich habe gerade mal schnell nachgeschaut. Ich hatte recht. Ist ein Bug. Ein Bekannter wohl auch. Wenn man hier ist, sollte er irgendwo gefesselt an einem Baum sein. Ich schätze mal nicht hier. Man sollte mit dem Baum sprechen können. Ich habe natürlich keine Ahnung, an welchem Baum. War leider kein Foto mit bei. Ah, okay. Gut. Gutes Spiel. Ich überlege zu speichern. Ich speichere. Servus. Guten Tag, mein Freund. Bin ich froh, dich zu sehen, Heinrich. Ich hatte mein Ende schon kommen sehen. Was zum Teufel machst du hier? Hab ein Mädel aufgegabelt, weißt du? Und dann wollten wir ungestört sein. Aber das Biest hat mich mit einem Stein umgehauen. Und ist mit meinem Geld auf und davon. Ist das so? Und wo ist sie lang? Keine Ahnung. Vermutlich so weit weg von ihrem Vater wie irgend möglich. Die wird so schnell nicht wiederkommen. Ich kenne komische Mädels zuhauf.
Aber sie ist schlichtweg wahnsinnig. Sie hätte mich einfach um Geld bitten können, anstatt mir eins überzuziehen. Und dann lässt sie mich so zurück. Ja, das ist blöd gelaufen, ne? Da schimpft wohl ein Esel den anderen Langohr. Hör zu, Heinrich. Die Sache mit Hagen, das wollte ich nicht, wirklich. Aber erst drohten sie mir und dann boten sie mir Geld an. Heinrich, ich habe noch nie so viele Münzen auf einmal gesehen. Und Kuno hatte nicht mal einen halben Groschen für eine Dirne übrig. Mir kommen die Tränen. Genug. Plus eins. Sag mir, wo Herr Hagen steckt. Herr Hagen, Zuhl? Gut, ich sag's dir, Heinrich. Sind wir noch Freunde? Sekunde, ich schreib mir ganz kurz was auf. Ich habe mir kurz mal die Zeit aufgeschrieben, weil hier kann man noch ein anderes Achievement holen. Pass auf. Wir sind ja eigentlich cool mit dem, ne? Und so richtig verübeln kann ich ihm auch nicht, was er getan hat. Er ist ja nur ein Bippchen. Ich dachte übrigens nicht, dass er schuldig ist, aber meine Güte. Ja. Freunde ist vielleicht etwas zu viel verlangt. Aber ich habe Verständnis. Ich wusste, du würdest mich nicht blind verurteilen. Lässt du mich laufen, wenn ich dir sage? Dich laufen lassen? Der Stein hat dir wohl ziemlich zugesetzt. Heinrich, es tut mir wirklich leid. Die haben mir ganz schön Angst eingejagt. Das kann ich mir denken. Aber warum hast du uns nichts gesagt? Wir hätten auf dich aufgepasst. Ich weiß nicht, ich war verwirrt. Lässt du mich gehen? Sag mir, wo Herr Hagen steckt. Dann sehen wir weiter. Solange ich gefesselt bin, sage ich gar nichts. Ich weiß doch, wie es läuft. Am Ende fressen mich die Krähen. Warum hast du uns verpfiffen? Ich verstehe dich, Herr Kuhn ist ein Schwein. Das würde ich nicht so sagen. Ich mach dich los. Du willst nicht reden, wie du meinst. Also erstmal das hier, ne? Warum hast du Herrn Kuno verraten? Du hättest einfach das Geld nehmen und nichts tun können. Ja, so wie Kuno es macht. Du bist noch nicht lange bei uns. Wärst du schon so lange wie ich mit ihm unterwegs, würdest du ihn durchschauen. Er stellt sich selbst als Engel der Barmherzigkeit dar. Aber in Wahrheit ist er nur ein gemeiner Strauchdieb. Kann schon sein, ne? Meine Güte, wir sind auf seiner Seite. Er ist kein Engel, wohl wahr. Doch das ist kein Grund für Verrat. Das würdest du nicht sagen, wenn er dich so behandeln würde wie mich. Ja gut, gut behandeln würde er ihn wirklich nicht, ne? Ja komm, wir reden ihm erstmal gut zu. Ja, ich weiß, was du meinst, Jackel. Kuno ist genauso ein Bastard wie Hagen. Sie sind vom gleichen Schlag. Genau, aber warum bist du dann bei ihm? Weil er auf meiner Seite steht. Ich habe ihn mir nicht ausgesucht und vielleicht hatte auch Herr Ratzig keine Wahl, aber eins weiß ich. Wenn du nicht sagst, wo Herr Hagen steckt, werden noch mehr Unschuldige leiden. Oh, ich schätze, du hast recht. Selbstverständlich habe ich recht. Überfallen. Samopesh, glaube ich. Er wird selbst dort aufkreuzen. Zusammen mit dem Rest seiner Bande. Und wirst du mich jetzt losmachen? Ich lasse ihn erstmal los. Ich glaube, das ist ein Achievement. In der Regel würde ich ihn... Nein, ich würde ihn nicht in den Kerker stecken, drauf geschissen, weil wir sind Verbrecher. Ich würde ihn normalerweise einfach losmachen. Also mach ihn einfach los. Gut, du kannst gehen. Vielen Dank, Heinrich. Danke. Ich schulde dir was. Falls wir uns je wiedersehen... Ja, dann gibst du mir ein Bier aus und wir würfeln eine Runde. Gottes Willen, das war aber gerade ziemlich verbuggt. Ich habe kein Achievement gekriegt. Gut, dass ich gespeichert habe. Eigentlich hätte ich nicht ein Achievement kriegen sollen. Ich guck mal kurz nach, welches das wäre. Nee, das ist es nicht. Nee, das ist es auch nicht. Das ist es auch nicht. Wieso habe ich das nicht gekriegt? Okay, spannend. Das ist es auch nicht. Nee. Nee. Ataya Turnier. Alter, es sind so viele versteckte Achievements dabei. Das habe ich doch auch gemacht. Nein.
Auch nicht. Meine Fresse, Alter. Okay, sind Sachen dabei, die weiß ich noch gar nicht. Okay, ist auch spannend. Also ich spoilere mich hier gerade ein bisschen, ne, aber drauf geschissen. Bla bla bla. Boah, Alter. Tut mir leid, dass es jetzt noch ein bisschen dauert. So, was haben wir hier noch? Ich kann mit euch halt leider nicht darüber... Da! Befreie Jackel nicht... Achso, genau, das ist das, was ich eigentlich noch später holen wollte. Befreie Jackel nicht, damit er über seine Missetaten nachdenken kann. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Aber ich meine, es gab auch eins, wo man Jackel einfach sofort befreien soll. Oh, es gibt... Okay, krank. Junge! Okay, ich habe das jetzt schon nicht gefunden, was ich gerade gesucht habe. Das ist spannend. Es gibt auf jeden Fall eins, ihn einfach da hängen zu lassen und zu foltern quasi. Juti, wir können zurückgehen zu Herrn Kuno. Und ich würde sagen, ich sattel mal wieder auf. Und wir reiten mal zurück. Und werden auf dem Weg hoffentlich nicht noch auf die Fresse fliegen. Und plötzlich können wir einfach mitten durch den Wald reiten. Spannend. Achso, wahrscheinlich, weil es der kürzeste Weg zu einer Straße war. Sehr gut. Dann wollen wir mal zurück zu Herrn Kuno. Oder zu Kuno, besser gesagt. Der will ja nicht Herr genannt werden. Ich verstehe immer noch nicht, warum hier so ein ranziger Scheißfluss durchläuft. Ich überlege gerade ein bisschen, ob ich mit euch über die Achievements spreche, die ich gerade gelesen habe. Es gibt eins, das komplette Spiel abzuschließen und nur eine einzige Person zu töten. Das ist komplett krank, Junge. Also, das würde ich vielleicht machen, wenn ich auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad spiele. Es gibt noch ein paar andere kranke Achievements. Aber, also krank schwierig, finde ich. Oder was heißt krank schwierig? Krank komisch. Also ich werde das Spiel wahrscheinlich nie nochmal durchspielen, dementsprechend werde ich die wohl nicht machen. Servus! Hier speichere ich das Spiel selbstverständlich nochmal. Guten Tag. Reite aus gegen Hagen Zuhl. Möchte irgendjemand mit mir sprechen? Ja. Guck mal. Da möchte jemand mit mir reden. Herr Kuno, was kann ich für dich tun? Wie geht's, Kuno? Ach, dieser verfluchte Ring. Hört das nie auf? Tja, die Jungs haben dich damit reingezogen, nicht wahr? Lass dich nicht für dieses Spielchen ausnutzen. Zumal die Sache aus dem Ruder gelaufen ist. Ich wollte etwas für die Moral tun, aber jetzt gehen sie sich an die Gurgel. Das ist wahr. Aber warum sagst du mir das? Ich will, dass du Peter den Ring wegnimmst und mir dann bringst. Ich kann ihn nicht zurückverlangen. Wie sehe das aus? Zumal Peter ihn gut versteckt hat und gewiss nicht freiwillig hergibt. Aha, okay. Nun gut, aber ich hoffe, das war's dann. Nicht, dass es dann wieder von vorne losgeht. Sei unbesorgt, ich habe genug. In Zukunft gebe ich den Männern hin und wieder einen aus und spielen sollen sie etwas anderes. Okay, machen wir. Schnapp dir von Petra Beermann den Ring des Bacchus. Und wir haben Rataya Turnier begonnen. Mache ich nicht heute. Petra, du wirst mir den... Peter, halt mal die Schnauze. Hör mal, Peter, der Ring, den ich dir gab. Ja, was ist damit? Ich brauche ihn wieder. Vergiss es. Und glaub ja nicht, du kannst ihn mir stehlen. Ich habe ihn gut versteckt. Gib mir eine Chance, ihn zu bekommen. Beim Würfeln vielleicht? Ah, du kennst meine Schwäche, Heinrich. Gut, spielen wir um den Ring. Aber dein Wetteinsatz muss sich lohnen. 350 pisse ich hätte aber gern gespeichert vorher. Gut,
würfeln wir. Ah, wir haben da oben ja eben so, noch einen Speicherstand gehabt. Gut, wir würfeln offensichtlich noch, aber das machen wir erst im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis dahin. Tschüss.